Und zwar hat der gute Cashmo sich gedacht, ich steige ins Reaction Game ein und anscheinend gibt er sich hier die Folge von Schacht und Wasabi oder jedenfalls die Stelle, wo diese beiden über seinen Allmann-Song reden. Ja, da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt. Lass das mal reingehen, Alter. So, meine Freunde, vorab, hier ist der Brody. Ich mache jetzt hier zum allerersten Mal, und ich bin ja kein YouTuber, mache ich hier so ein Reaction-Video. Kein Ding. Wir haben da Nachsicht, Bruder, wenn das bei dir noch nicht so perfekt läuft wie bei mir und so professionell vor allen Dingen, ja? Jetzt muss ich erstmal gucken, was für Sachen ich hier am Start habe, um dieses Video überhaupt machen zu können. Guck mal hier, meine Recommendations sind natürlich auch sehr wild, ja? Da hast du hier den guten Cashmo mit 1994, seiner Doku, ja? Und was kommt danach? Natürlich, ne? Passend zu Cashmo, Head Away mit Live, ja? Nice. Da habe ich mir so eine kleine Webcam hier gegriffen. Dann habe ich mir hier so ein komisches Richtmikro genommen. Das heißt, der Sound ist wahrscheinlich jetzt nicht so allererste Sahne. Übrigens ist auch die Halterung des Mikrofons auch schon was sehr Besonderes. Eine Rapper aus Prinziptasse. So. Ne? Also, Rapper aus Prinziptasse als Mikrofonständer. Und ja, dann Geben wir uns das komplette Video und dann gucken wir mal, wie spannend es ist halt, ne? Schauen wir mal, wie sehr der gute Cashmo ein Natural Born Reaction-YouTuber ist, ja? NBR. wollen wir mal und gucken uns das mal an, was da Phase gewesen ist bei Schacht und Wasabi, die ja gekonnt versuchen, Interview mit Cashmo geplant? Nee, ist nicht geplant, aber können wir gerne machen, Alter. dem Brudi da ja zu ignorieren, wenn er sagt, ich hätte gern einen Dialog. Da wollen wir mal gucken, uns das mal an. Da reagiert der Brudi da mal drauf, ne? Anderes Thema, das auch schwierig ist, das letzte Woche viel Fahrt gewonnen hat, ist das Video Allmann von Cashmo. Cashmo ist ein Rapper, der Ich habe mal auf 1,25 gemacht. Wir schauen mal, ob es sich trotzdem noch gut anhört. aus Frankfurt, der in dem Also. Stimmt, habe ich ganz vergessen, ja. Dass Falk Schacht ja dieses Thema anstößt, sozusagen, mit der Einleitung. Ja, Cashmo, wie wir alle wissen, ja, ist ja ein Rapper aus Frankfurt. Geil, Mann. Wir müssen von vornherein schon sagen, dass in diesem Video oder Podcast hier sich eine Meinung über den Brudi gebildet wird. Also man hat sich informiert und hat jetzt eine Meinung über mich. Dann hättet ihr aber erstmal damit anfangen müssen, euch überhaupt mal richtig über mich zu informieren, bevor ihr überhaupt einen Podcast raushaut. Denn der Brudi kommt nicht aus Frankfurt, ne? Du kleiner Schlauberger da, ne? Mein kleines Zottelchen. Ah ne, das war ja toxisch, ne? Ja, für Zottelchen fehlt dem Falk ein bisschen Facial Hair, ja, ne? Schacht, du kleiner Lümmel. Der Brudi. Schacht, du kleiner Lümmel, ja. Der kommt aus AC, genauer gesagt aus 52 STO. Ne? Also, wie du da auf Frankfurt kommst, das zeigt auf jeden Fall schon mal recherchierungstechnisch, bist du da auf jeden Fall eher auf der Sonderschule unterwegs gewesen. Ey, also ich glaube, wir geben uns das ganze Ding. Das ist jetzt schon hier Entertainment-Faktor des Todes, Alter. Sehr, sehr nice. Als in gehobeneren Kreisen. Das heißt, du müsstest eigentlich die Story hinter Allmann auch verstehen. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob sie die Story auch verstanden hast. Song auf Rassismus gegen Deutsche aufmerksam machen möchte. In dem Video dazu gibt es da Diskriminierung gegen Deutsche aufmerksam machen möchte, wenn man als Minderheit in einem Block oder auf dem Freistundenhof im Knast, da wo der Ausländeranteil höher ist als Deutschlandanteil und nicht Rassismus, also Diskriminierung. Rassismus, das Wort ist mal in einem Interview gefallen, was aber nichts mit dem Song zu tun hat. Denn zeiget mir einen Satz, in dem ich das Wort Rassismus rappe. Dann zum Beispiel zu sehen, Deutschlandfahnen, die auch über den Mercedes-Benz so rübergezogen werden. Es sind Das ist nochmal so eine essentielle Aussage, die Falk Schacht hier auch trifft, die faktisch einfach falsch ist. Es ging Cashmo nie darum, zu zeigen, dass der Deutsche in seinem eigenen Land nichts mehr sagen darf oder dass der Deutsche in seinem eigenen Land unterdrückt wird. Es ging um soziale Brennpunkte, wo
Leute wie Cashmo aufgewachsen sind, wo es vielleicht überwiegend Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund gab und er sozusagen die Minderheit war. Aber dass solche Leute wie Falk Schacht diese Diskussion dann immer versuchen zu generalisieren und auf das ganze Land auszubreiten, das hat Cashmo nie gesagt. Das hat er nie gesagt, Alter. Ja. Also ich glaube, auch damals in der Schule bei der Gedichtinterpretation hatte der gute Falk Schacht auch mal seine argen Schwierigkeiten an der Stelle. Deutsche zu sehen, aller Altersstufen und aller Geschlechter, denen der Mund zugeklebt ist. Es ist zum Beispiel auch ein Fernseher zu sehen, in dem eine Hitler-Doku läuft, soweit ich das erkennen konnte, und dieser Fernseher wird zerschlagen. Und dann gab es zu diesem ganzen Song und so gab es vorher schon ein Interview bei den Kollegen von hiphop.de, wo das auch schon so angerissen wurde. Nach dem Video hat hiphop.de einen Artikel geschrieben, da gab es dann ziemlich viel Auseinandersetzung zwischen allen Beteiligten. Dann gab es auch nochmal ein Statement von Cashmo und ja, ich wollte mal allgemein mit dir darüber sprechen, was hast du empfunden, als du das Video so das erste Mal für dich gesehen hast? Da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt, was die Jule Wasabi dazu zu sagen hat. Also man muss natürlich auch dazu sagen, der Cashmo hat das schon gesehen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er das zu Gesicht bekommt, deswegen kann er natürlich hier auch ein bisschen so in dem Wissen, was gleich kommt, hier auch noch ein paar Gags mit einstreuen. Ja, ja, da freuen wir uns schon drauf, was das Orakel uns dazu berichten hat. Jule Wasabi, die wahrscheinlich jetzt auch natürlich den Erfahrungsbericht aus ihrer harten Zeit als G in der Hood dann mit uns teilen möchte und uns dann wahrscheinlich erklären wird, wie das Leben draußen so richtig läuft. Wie läuft das Leben in der Street, Jule? Leg los. Läuft, ne? Also, ich habe so ein bisschen unterteilt in zwei Bereiche. Und in dem einen Bereich erzählt er von Situationen, in denen er beklaut wurde, verraten wurde, beleidigt wurde, was absolut inakzeptabel für mich ist und natürlich perfekt ist. Ich erzähle von irgendwelchen Sachen, die mir wohl widerfahren sind, was natürlich absolut inakzeptabel ist. Interessant, dass das inakzeptabel ist, dass Frau Wasabi das dann hier entschieden hat. Dass ja, Frau Wasabi, die Deutschrap-Richterin. Perfekter Real Talk für eine Ungleichbehandlung in einem Rap-Text. Und das ist auch überhaupt nicht das, was ich ihm absprechen will oder was ich irgendwie kritisiere. Ich finde es super wichtig, dass wenn einem sowas passiert, dass man laut ist, aufsteht und was sagt und nicht denkt, ich muss mir sowas gefallen lassen. Das ist ein Verhalten, das ich kein Mensch gefallen lassen muss. Dann gibt es aber für mich so einen zweiten Komplex und eine Ebene, die leider der anderen Ebene so ein bisschen die Hand gibt, und zwar seine Erklärung dafür. Und was ich schon schwierig finde, ist, also gerade im Refrain, wo er sagt irgendwie, ja, unsere Geschichte ist blutbehaftet, aber was habe ich mit Hitler zu tun? Er nennt diesen Track Allmann, er zeigt irgendwie einen Adler, die Deutschlandflagge und... jetzt kommt's, haltet euch fest. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, haltet euch fest. Ja? Haltet euch an euren Sessellehnen fest. Beide Hände tief reingekrallt. Jetzt wird's wild. Ja? Ein Schäferhund. Ey, sorry. Also ich finde einfach, dass der Begriff Allmann per se was mit Hitler zu tun hat, weil... Ja. Der Begriff Allmann hat per se etwas mit Hitler zu tun. Hm? Jule Wasabi, Deutschrap-Richterin 2020. Ich finde, dass der Name Allmann per se was mit Hitler zu tun hat. Auf was für eine Baumschule bist du denn gegangen? Allmann ist einfach das türkische Wort für Deutscher. Also das müsstest du nochmal irgendwie gesondert erklären in deinem nächsten Podcast. Ich glaube, der Adel war ja, glaube ich, auch Türke, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Deswegen, man kennt es, ne? Die Allmann-Jugend damals auch sehr, sehr populär gewesen im Zweiten Weltkrieg. Ja, Mann. Ne? Wie man das Wort Allmann mit Hitler in Verbindung bringen. Ja, solche Leute haben nicht nur einen Podcast, solche Leute haben auch einen Podcast, der vom Bayerischen Rundfunk finanziert wird, sozusagen von GEZ-Gebühren. Ja. Schacht und Wasabi, die sind nicht auf Werbeeinnahmen angewiesen, die kriegen ein festes Gehalt jeden Monat und deswegen ist denen das scheißegal, ob ihr Podcast hier 500 Klicks macht oder 500.000 Klicks. Kann. Es sei denn, du bringst generell, wenn man es jetzt übersetzt, Deutscher mit Hitler in Verbindung. Ja, bringt man, aber... ein Deutscher hat auch andere Hintergründe als nur Hitler. Ne? Gibt auch schöne Sachen in der Geschichte. Nein, aber über die darf man nicht reden, lieber Cashmo. Über die darf man nicht reden. Ja.
unsere Geschichte ist. Und wenn man deutsch ist und sagt, man, sorry, ich bin 96 geboren, ich kannte den ja gar nicht persönlich, das ist ja nicht das Problem. Es geht ja nicht darum, dass du einen persönlichen Bezug zu Hitler hast, aber in dem Moment, wo du in der Schule lernst, wie unsere Geschichte aufgebaut ist, was alles passiert ist, finde ich, kann man sich von dem nicht freimachen und sagen, naja, ich bin viel später geboren, sorry, ich habe gar nichts mehr damit zu tun. Warum nicht? Warum nicht? Es gab ja auch in Amerika so einen Trend, als diese ganzen Black Lives Matter-Proteste waren, dass Leute mit Handykameras zu weißen Passanten auf der Straße gegangen sind, hier in Amerika, und haben die halt angesprochen, haben gesagt, ja, hier, die Schwarzen wurden hier seit Dekaden unterdrückt, du Weißer, du musst dich dafür jetzt entschuldigen, geh bitte vor uns auf die Knie, während wir dich filmen, und entschuldige dich dafür, dass du weiß bist. Und das haben wirklich welche gemacht. Ja. Könnt ihr schauen. Das gibt's auf YouTube, wurde hochgeladen und so weiter. Gibt's en masse, ja, solche Videos. Hätte mal einer zu mir kommen müssen, Alter. Da wäre das aber ein bisschen ein anderes Video geworden, ja. Zu tun. Aber selbst den Gedanken, okay, gut, eben, vielleicht ist es einfach eine junge Generation, die das nicht mehr richtig greifen kann, die das in der Schule lernt und sich denkt, what the fuck. Was ich aber schwierig finde, ist die Bildsprache in dem Video, dass er eben nicht nur sagt, was hat mich denn mit Hitler zu tun, sondern während er das sagt, ist Hitler im Fernseher zu sehen und er schlägt mit einem Hammer dieses Bild ein und zerstört dieses Bild so, dass der Fernseher kaputt ist. Oh, habe ich den Fernseher kaputt gemacht mit dem Hitlerbild. Das tut mir aber leid. Das ist für mich, sorry, ich kann es nicht anders. Also ich kann mir den Cashmo hier als Reaction-YouTuber auch sehr, sehr gut vorstellen, Alter. Gerne mehr, mein Bester. Leuten, aber es klingt für mich so ein bisschen, oder das sieht für mich so aus, als würde man das Bild kaputt machen wollen, nicht mehr sehen. Und das finde ich einen großen Fehler. Und ich glaube, dass man immer die Augen aufmachen sollte und sich immer unsere Geschichte ansehen sollte. Das finde ich einen großen Fehler. Jule Wasabi, Deutschrap-Richterin 2020. Ist ein sehr, sehr zitatwürdiger Podcast hier. Weil das unglaublich schlimm ist, was da passiert ist. Und ich bin absolut deiner Meinung. Ich finde auch, dass man diese Geschichte immer wieder auch sehen sollte. Nur nicht 24 Stunden auf jedem Kanal im deutschen Fernsehen, seitdem ich denken kann, um mir jeden Tag damit irgendwie klarzumachen, was für eine scheiß Herkunft ich doch habe. Und ich dann besser immer schön in geduckter Haltung unterwegs bin. Und ich dann, also beziehungsweise meine Landsleute es mir dann gleich tun und ich deswegen dann auf dem Freistellhof später oder auf der Straße draußen der Vollotto bin, den man ja abziehen kann, weil wir ja uns generell nicht mehr irgendwie so zur Wehr setzen oder keine Kämpfernatur mehr haben, weil ich brauche das gar nicht zu Ende schauen, direkt mal Like hier da lassen, ja, also das ist ja wohl völlig klar. Ne? Diese ganze Propaganda uns das dann von der Schulzeit an schon irgendwie austrainiert, ne, so, also das ist das. Aber ich habe ja schon viele Interviews geführt. Ne? So genervt, den Fernseher einzuschlagen, das interpretiere ich nämlich da rein, wenn er sagt, was habe ich denn mit Hitler zu tun? Buff, Fernseher eingeschlagen, Hitlerbild weg. Dann habe ich das Gefühl, da wird was gelöscht, was nicht für mich jeden Tag sichtbar sein sollte, aber was auf jeden Fall in jedem Kopf sein sollte, der hier in Deutschland wandelt. Weil ist in jedem Kopf drin, mach dir keine Sorgen. Ja, also ganz ehrlich, ne? Gibt es irgendwen unter euch, der noch nie was vom Zweiten Weltkrieg gehört hat? Ne? Also Junge, Junge, Junge. Also, jeder weiß von der Geschichte. Jeder weiß davon. Irgendwann ist hier am Rappeln, ich weiß aber nicht was. Auf jeden Fall hat jeder auf dem Schirm, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Und das ist auch für jeden eine schlimme Sache, ne, was da vorgefallen ist. Ne? Nur, man muss ja nicht übertreiben. Ne? In der Schule kann man das schön alles lehren. Aber neben dem man das lehrt, soll man aber auch die positiven Dinge mal lehren und nicht immer nur die negativen Dinge über Deutschland. Ne? Dass unsere Geschichte ist. Das ist zumindest erstmal eines der Probleme, die ich sehe in diesem Track. Also, das haben viele genau auch so gesehen und haben... Das haben viele genau auch so gesehen, ja, selbstverständlich, ne? Das Video wurde zu Tode gehatet, ne? Nur einige vereinzelte Leute aus dem rechten Mob, der sich da wie die Schmeißfliegen drunter versammelt hat unter dem Allmann-Video, Zitat hiphop.de, ja, die haben das nicht verstanden. Cashmo auch gesagt und ich will darauf nochmal eingehen. Das haben viele überhaupt nicht so gesehen. Der Song ist durchweg positiv gefeiert worden von... Das ist so eine Meinungsmache, ja, hier mit so gewissen Nebensätzen wird hier ganz unterschwellig gesagt, ja, was Schacht und Wasabi hier sagen, ist ja definitiv die Meinung der Mehrheit. Ja. Warum? Ihr könnt ja gerne eure Meinung sagen, aber warum versucht ihr Leute, die jetzt vielleicht gar nicht in der Materie drinne sind, dann auch noch so zu manipulieren?
die jetzt das erste Mal von Cashmo hören, die das erste Mal von Alman hören, die diesen Song noch nie gehört haben, die dieses Video noch nie angeschaut haben, die noch nie geschaut haben, wie sind da die Likes, Dislikes, wie sind da die Kommentare. Wenn Falk Schacht jetzt hier sagt, das haben viele genauso gesehen, klingt das ja so, als ob das der meistgehateste Song hier des Jahres war. Das ist ganz, ganz gefährlich, Cashmo hier so einen Stempel aufzudrücken, und ich finde es gut, dass er sich vehement dagegen zur Wehr setzt. Kann doch nicht wahr sein, ey. Menschen aus allen Nationen, ne? Also wenn man sich nur mal den Like-Button ansieht, dann sieht man ja, was Phase ist, und wenn man all die Kommentare mal durchliest, dann kamen dann irgendwelche Vollspackos von hiphop.de und haben mal versucht, dem Brudi dann ein schlechtes Licht zu rücken, was sie auch in der Vergangenheit schon mal öfters mit irgendwelchen Leuten gemacht haben, weil... Man denke an Kollega, mit dieser einen Line, was hat er gesagt, neben Contra K und neben mir gibt's jetzt mit Flair noch einen stabilen Deutschen im Rap oder so. Ja, ist es natürlich, das ist rechter Hetze, was Kollege da betrieben hat. Ist rechter Hetze, was Kollege da betrieben hat, auf jeden Fall, ne? Mein Song oder meine Ansicht der Dinge dann vielleicht nicht in deren Philosophie passt, genauso wie sie anscheinend nicht in die Philosophie von euch passt, ne? Also der Song hat kaum Kritik bekommen, wenn, dann kamen irgendwelche Leute von der Hiphop.de Seite. Wenn der Song Kritik bekommen hat, war es von weißen Hip-Hop-Redakteuren wie Toxic oder Falk Schacht oder Jule Wasabi. Im Gegensatz dazu hat ein Davut, ein Afghane, zu Cashmo noch im Interview gesagt, dass er es zu 100% versteht, was Cashmo da sagt und zu 100% zustimmt. Grüße gehen nochmal raus an Davut, ja, an TV Straßensound. Gestern übrigens TV Straßensound bei mir ein Twitch-Sub hinterlassen, weil Davut war neugierig, was ich zum Cambo Slice Interview zu sagen habe. Deswegen erstmal, auch wenn ich es verpasst habe, für den Ehrenbruder Davut natürlich. Davut, mein Bester, du stehst ab jetzt natürlich auch ein Bruder cool, Leute. Yeah. Darüber hinaus gab es sehr, sehr viel Props von Leuten wie Azad, Manuelsen, den Bantu Nation Jungs, Echo Fresh. Tja, finde den Fehler. Finde den Fehler, meine Freunde. Oder aus deren politisch aktiven Umfeld oder jetzt auch wie bei euch beiden hier, die ja sowieso sich als sehr, sehr feige Ratten herauskristallisiert haben, ne? Weil wenn ich euch darauf auffordere, aufgrund eures Podcasts sich doch mal mit mir zusammenzusetzen, wenn ihr euch schon über mich unterhaltet, dann ist dann so ein Falk Schacht und so eine Frau Wasabi tun dann auf einmal so, als würden die Nachrichten nicht bekommen. Also da auf jeden Fall nochmal Props an Cashmo. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf Bock hätte, nachdem ich hier so denunziert werde in einem Podcast über 25 Minuten, mich überhaupt nochmal mit den Leuten hinzusetzen und ein Gespräch zu führen. Aber Props an Cashmo, dass er sagt, okay, ihr habt da einiges falsch verstanden, ich würde mit euch einen Dialog führen, gerne auch in eurem Podcast als Gast, weil, soweit ich das mitbekommen habe, haben Schacht und Wasabi auch manchmal Gäste. Und anscheinend wird dann halt so eine Nachricht ignoriert. Falk Schacht und Jule Wasabi sind anscheinend eher daran interessiert, über Leute zu reden, anstatt mit Leuten zu reden. Ah ja, das ist Hip-Hop, meine Freunde. Ne, stattdessen blockiert die einfach reihenweise Leute, die bei euch kritisch kommentieren. Ne? So, also, der Song wird nur gefeiert. Jeder hat es ja gesehen, die halbe Rap-Szene hat den Song gepusht und darauf kommt ihr einfach nicht klar, aber damit... Waldi, danke für 100er, ja klar, das ist ja hier auch mit Defund the Police und so weiter, ne? Das ist hier auch eine sehr, sehr komische Entwicklung. Müsst ihr klarkommen, ne? Es ist genau das Problem dieses Songs und dieses Videos, dass das nämlich die Tür aufmacht für Rechte und Neonazis. Die fühlen sich nämlich... Also er hat hier nochmal die Überschrift von hiphop.de eigentlich nochmal anders formuliert wiedergegeben. Der Cashmo ist derjenige, der dem rechten Mob, ich muss wirklich lachen, wenn ich das sage, Alter, das klingt so bizarr, ne? Der dem rechten Mob die Tür aufhält, damit man sie reihenweise in die Deutschrap-Szene reinholt. Na klar. Angesprochen dadurch und die fühlen sich abgeholt, weil das die Bilder und die Sprache sind, die sie selber auch nutzen. Dementsprechend ist ihnen das ziemlich nah. Und wenn man diese Tür aufmacht... So, da muss ich auch reingrätschen. Natürlich kann das sein, ne? Erstens, wie gesagt, jeder weiß ja, dass ich kein Rassist bin. Und zweitens, natürlich kann das sein, dass die auch manche Argumente wahrscheinlich gerne bringen, die auch beim Brudi irgendwie vorkommen. Das heißt aber doch jetzt nicht, nur weil irgendwelche Nazi-Spackos oder AfD-Wähler irgendwelche Argumente gebracht haben, dass die jetzt quasi wie verbrannt sind, dass ich die Dinge nicht mehr sagen darf.
Das ist ja auch das, was ich gemeint habe, ne? Wenn sowohl Schacht und Wasabi als auch HipHop.de sagen, naja, er zeigt da eine Deutschlandflagge, er zeigt da Mercedes-Benz, das sind ja auch so Sachen, das sind ja auch Sachen, die Leute aus der rechtsextremen Ecke auch gerne mal für sich benutzen. Ja, was soll man da machen? Darf man deswegen jetzt keine Deutschlandflagge mehr zeigen oder was? Muss man die jetzt am Bundestag auch abhängen oder verbrennen oder sonst sowas? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Was ist das für eine sinnlose Aussage, Alter? Weil da wäre das ja eine super Taktik. Also alle Sachen, die irgendwann mal irgendein Nazi mal irgendwie erwähnt hat, ein Satz oder AfD, ist also für mich nicht mehr nutzbar. Ne? Weil wenn ich den dann jetzt nochmal erwähne, bin ich ja dann automatisch direkt ein Nazi. So, versteht ihr die Taktik? Ne? Dann, also dann deswegen darf ich ja dann irgendwann gar nichts mehr sagen. Nur weil, oh, es könnte ja mal irgendeiner von der AfD was Ähnliches gesagt haben. Ne? Ihr Sparkus, Alter. Das ist halt das Problem, wenn man sich gleichzeitig von diesen Leuten distanzieren will, weil das macht Cashmo. Er macht es sowohl in seinem Statement als auch am Ende dieses Songs, dass er sich von Rassisten... Das ist für mich doch auch die legitime Antwort darauf, dass es eben nicht so ist, dass Rechtsextreme diesen Song feiern. Weil warum sollen die denn einen Song feiern, wenn in der zweiten Strophe Cashmo klar und deutlich sagt, mit euch Spastis will ich nichts zu tun haben? Was ist denn das für eine Logik? Es wird hier immer nur über die erste Hälfte des Songs gesprochen. Ist euch das mal aufgefallen? Ich glaube, es gab kein einziges Zitat aus der zweiten Hälfte hier, ne? Und Nazis distanziert, er hat damit nichts am Hut, sagt er. Das Problem ist aber eben genau, dass wenn man es so macht wie die Neonazis, dass die sich einem sehr nahe fühlen, weil was wollen Neonazis und Rechte? Sie wollen den Fliegenschiss der Geschichte, wie sie das selber gerne nennen, vergessen machen. Das soll weg. Ja. Und um mal eine Antwort auf Cashmos Frage zu geben. Aber, also nur mal so nebenbei, also ich dachte immer für mich, wie gesagt, ich kenne mich ja nicht mit der Nazi-Szene aus, ich würde jetzt denken, dass die ja die Geschichte eigentlich feiern, also dass sie die nicht weghaben wollen, also würde ich jetzt mal behaupten, ne? Weil die feiern noch die Geschichte, wieso sollten die dann die Geschichte weghaben wollen? Ich will die Geschichte weghaben, weil für mich ist das eine dunkle Vergangenheit, aber für die ist das doch eine super Vergangenheit. Ich glaube, die ganzen Nazis, die kannst du wahrscheinlich auch, den könnte man noch ein paar mehr Dokus wahrscheinlich reinhauen, jeden Tag bei NTV und ZDF Info und wie die ganzen Sender heißen. Ich denke mal, die würden sich nicht beschweren, das wäre ja für die das perfekte Tagesprogramm. Was er mit Hitler zu tun hat, die Antwort ist, jeder Deutsche hat was mit Hitler zu tun. Also man hätte jetzt noch denken können, ne? Jule Wasabi ist ja bekannt für ihre teilweise sehr unfundierten Aussagen. Das ist, glaube ich, auch, ich glaube, einige Zuhörer von diesem Podcast hören sich das einfach nur an, um sich über Jule Wasabis Statements teilweise wegzucringen. Einfach nur in der Hoffnung, dass sie wieder irgendwas droppt, wo man sich einfach nur in die Stirn fasst. Aber Falk Schacht wiederholt das jetzt auch nochmal. Das ist das. Das wollt ihr uns nämlich einreden. Keiner von uns Deutschen hat was mit Hitler zu tun. Ne? Was für jeder hat was mit Hitler zu tun, Alter. So. Was für ein Schwachsinn. Ne? Das ist alles, es hat ja auch nicht jeder Afghane was mit Osama Bin Laden zu tun. So, was hat für ein Schwachsinn? Denn Deutschland ist das Land, was Hitler erst möglich gemacht hat. Und wenn man Österreich hat Hitler möglich gemacht, denn da ist er geboren, meine Freunde. Ne? Aber in Österreich hat er doch nur Bilder gemalt. Ne? Die Deutschen, die fiesen Deutschen haben ihn erst zu dem gemacht, was er ist, Alter. Auch nicht vergessen. Oder was er war. Selbst als Deutscher ansieht, dann hat man auch die Verantwortung der Deutschen, die damit einhergeht. Und unsere Verantwortung liegt... Die Verantwortung sieht so aus, dass man keine Deutschlandflaggen in Songs mehr zeigen darf, ja. Ich finde auch diesen Emoji der Deutschlandflagge sollte man eigentlich auch verbieten. Darin, dass genau das nie wieder passiert. Und deswegen können wir nicht zulassen, dass das wie ein Fliegenschiss behandelt wird, den man wegwischt. Das geht nicht. Wir müssen darüber reden, wir müssen das aufarbeiten, uns bewusst machen. Und genau, wir können gerne darüber reden, aber nicht hinterm Rücken reden. Ne? Und keiner würde jemals in diesem Land zulassen, dass sowas noch einmal geschieht. Ne? Wir sind ein sehr multikulturelles Land, wir stehen hier zusammen, leben hier zusammen. Ne? Der Brudi raucht sich eine Shisha oder geht sich auch mal Döner essen. Genauso essen gehen manche Kumpels von mir mal mit hier zum Sauerbratenpalast und essen mal ein lecker Sauerbraten mit Knödel, ne? Auf Deutschland-Style. Also hier ist auf jeden Fall niemand daran interessiert, dass sich diese Vergangenheit doch einmal wiederholt. Und das wird es auch nicht. Nie im Leben. Darauf achten, dass es nicht nochmal vorkommt. Und das ist auf jeden Fall einer der Problempunkte dieses Songs. Also was für mich auf jeden Fall auch noch ein anderer Punkt war, ist dieses Verständnis. Er sagt ja so ein bisschen, also wir haben noch ein weiteres Bild, das mir total unangenehm aufgestoßen ist, das auch total in diese Kerbe schlägt. Und zwar, dass er im Refrain weiße Menschen hinter sich stehen hat, die einen zugeklebten Mund haben. Dieser zugeklebte Mund wirkt natürlich sehr wie dieses, das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder in unserem Land darf man ja gar nichts mehr sagen. Und das sind Floskeln, die sind einfach schwierig, das kann man so nicht sagen. Und wenn man die Intention hat und sagt, ich bin... Es ist doch aber genauso. Ihr seid doch der lebende Beweis dafür.
dass wenn Cashmo sowas ausspricht, kommt ihr hier mit der Moralkeule und wollt ihm einen Maulkorb anlegen. Anders kann man es doch nicht sagen. Cashmo bringt so einen Song, wo er seine persönlichen Erfahrungen schildert, innerhalb eines sehr tighten, sehr dopen Rap-Songs. Und es wird versucht, ihn hier direkt zu canceln. Ihm direkt den Stempel eines Rechtsextremisten aufzusetzen und ihn sozusagen damit zu brandmarken und zu stigmatisieren. Das ist ja genau das, was er meint. Ja, ihr habt ihm hier komplett in die Karten gespielt. Kein Nazi, ich bin nicht rechtsradikal. Dann muss man sich darüber bewusst sein, was sind die Instrumente und Vehikel von Nazis und Rechtsradikalen, um die nicht zu benutzen, um die auch nicht mal... Ja, das ist das ja, weil dann darf ich ja gar nichts mehr benutzen. Nur weil irgendwelche Missgeburten von denen vielleicht auch mal so einen Satz benutzt haben. So, wie soll ich mich denn dann noch äußern? Wisst ihr, was das Problem ist? Was ich bei Jule Wasabi und Falk Schacht hier auch sehr, sehr deutlich sehe. Wie gesagt, das ist kein allgemeines Statement über die beiden. Es gibt auch von Falk Schacht einige Sachen, die ich durchaus gut finde und durchaus feierbar finde. Das Problem, was ich sehe, ist, dass man immer versucht, Leute in Schubladen zu stecken. Man versucht immer, Leute in eine Ecke zu stellen. Aber dass es vielleicht auch Leute gibt wie Cashmo oder wie mich, die halt sich mittig neutral ansiedeln und von vielen Seiten einfach Sachen für sich annehmen, mit denen sie sich identifizieren können, das geht für Schacht und Wasabi, geht das für die nicht klar. Man versucht hier auf Biegen und Brechen Cashmo ein Stereotyp aufzulegen. Und das ist ein viel größeres Problem als nur die Deutschrap-Szene. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass man versucht, Leute, die jetzt vielleicht nicht so 100% einer Meinung sind, in irgendeine extreme Ecke zu drücken. Das relativiert definitiv jede Form von echtem Rechtsextremismus, der ja natürlich zu verteufeln ist, ja, ganz klar, Alter. Weil die dann für 100er, ganz genau, bin auch in der Mitte, aber wenn die Gesellschaft nach links rückt, ist man gleich automatisch ein Nazi, genau. Soll ich Zeichen mit meinen Zehen machen? Mit meinen Fingern irgendwelche Muster und Menschen irgendwie sowas versuchen? Soll ich ein Bild malen, wo ich dann meine Meinung dann so zeige, weil vielleicht ein Nazi noch nie ein Bild gemalt hat, um eine Meinung zu präsentieren? Was soll ich denn da machen? Mich würde mal interessieren, wenn jetzt Falk Schacht und Wasabi so eine Trümmerfrau gegenüberstehen, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit dazu beigetragen hat, dass Deutschland Stein für Stein in harter Arbeit wieder aufgebaut wird und sich von diesem Trauma mit dieser Aufarbeitung erholt hat und dann jetzt im hohen Alter sagt, ich bin stolz darauf, Deutsche zu sein und hier einen Teil dazu beigetragen zu haben, dass Deutschland wieder zu einem schönen Land aufgebaut wurde. Mich würde mal interessieren, was Falk und Wasabi ihr dann antworten würden. Ne, das geht ja gar nicht, ne? Das ist ja rechte Hetze, was diese Trümmerfrau betreibt, ja? Meine Gott, was für eine Logik. Aus Versehen zu benutzen, weil man kann nicht sagen, ja, ich sag das zwar... Guck, wie die überhaupt schon aussieht, Alter. Guck, wie du aussiehst, du Pferd, Alter. Aber ich bin das ja nicht, sondern man muss sich darüber bewusst sein, in welcher Ecke... Also davon distanziere ich mich natürlich in aller Ausdrücklichkeit, ja? Finde ich nicht gut, hier Leute auf ihr Aussehen zu reduzieren, ja? Cashmo, wenn du der Meinung bist, dass Jule Wasabi nicht dein Typ ist... Ja, ne? Aussehen ist Geschmackssache, meine Freunde, ja. Man steht, wenn man solche Bilder zeigt. Das wäre ein Punkt noch, aber was ich noch wirklich im Verständnis, im Text total schlimm finde, ist, dass er so ein bisschen die rassistischen Diskriminierungsmerkmale umdreht und die für sich verwenden will, indem er eben sagt, dass er aufgrund seiner Hautfarbe... So, wo habe ich in dem Song, so, ne, wenn diese Line findet, ne, wo habe ich in meinem Song gerappt irgendwas von Hautfarbe, dass ich mich aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert fühle? Ne? Du musst auch den Song zuhören, ne, ihr kleinen Hetzer. Ne? Ihr seid schön einem die Worte im Mund rum am Drehen und irgendeine Scheiße am Labern. Ne? Und wie gesagt, da wird es gefährlich, wenn es halt darum geht, auch Leuten in ihren Podcast von dieser ganzen Sache zu erzählen, die den Song noch nicht gehört haben. Ja? Denn ob es Schacht und Wasabi jetzt wollen oder nicht, sie sind auch ein Stück weit Meinungsmacher. Und somit wird hier eine Meinung erstellt, publiziert und preisgegeben, die einfach mit faktisch falschen Informationen hier hantiert. Und das ist das, was dann gefährlich wird. Und ich bin da komplett Cashmos Meinung, das kann man durchaus als Hetze bezeichnen. Ich sage euch genau, wie man das metaphormäßig immer sagt, ich erzähle dir, wie es ist, wenn du hier in meiner Haut steckst, wenn du als Allmann im Kenneck-Viertel aufwächst. Ne? Und nicht als Allmann in Deutschland und ich sage, wenn du meine Haut steckst und nicht in meine Hautfarbe steckst. Ne? Meine Fresse, Alter. Das ist doch nur eine Formulierung. Wenn du in meiner Haut steckst, dann meint er nicht damit seine Hautfarbe. Mann. Also er sagt eigentlich das, was Menschen, die Rassismus in unserem Land erleben und das
sind per se keine Deutschen. Wenn die sagen, ich werde aufgrund meiner Religion, aufgrund meiner Herkunft, meiner Hautfarbe diskriminiert, dann kannst du das nicht einfach umdrehen und sagen, ja, aber ich bin Deutscher und ich war die Minderheit in meinem Viertel. Macht er doch gar nicht. Und deswegen ist mir das passiert, umgedreht. Ich will nicht sagen, dass ihm das nicht passiert ist. Ich habe ja gesagt, Ausgrenzung und Diskriminierung ist, das passiert, kann jedem Menschen passieren und das ist inakzeptabel. Aber hier von Rassismus zu sprechen, ist... Wo habe ich im Song von Rassismus gesprochen, Alter? Junge. Einfach falsch, weil es leben in Deutschland, zumindest 2019 lebten in Deutschland 21,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das entspricht etwa 26... Nee, Mutti mit Kind, da muss ich dir, da kann ich dir nicht zustimmen. Das Beste wäre, für Cashmo sich gar nicht mehr zu äußern. Es ist sinnlos, mit solchen super korrekten Meinungsmachern etc. kannst du eh nicht diskutieren. Es geht ja, Schacht und Wasabi und Toxic von hiphop.de, gar nicht darum, hier zu diskutieren. Es geht denen ja darum, hier ein gewisses Bild von Cashmo zu erstellen, was nicht den Tatsachen entspricht. Und da bin ich der Meinung, dass es nicht das Beste wäre, für Cashmo sich gar nicht mehr zu äußern, weil es ist nun mal leider so, der das letzte Wort hat, hat dann recht. 20%. Was bedeutet, dass 74% Deutsche sind. Menschen, die eine Mehrheit darstellen, die Deutsche sind. Das ist... Ja, aber nicht in... Jetzt kommt sie hier mit Statistiken und Einwohnerzahlen. Es ist so am Thema vorbei, Leute. Es ist... Ich weiß nicht, ey. Es macht einfach betroffen hier, ey. In Vierteln oder in den Gegenden, wo ich groß geworden bin, ne? Vielleicht irgendwo da, wo die ganzen Reihenhäuser stehen, aber damit hatte ich nichts zu tun gehabt. Also ich komme aus einer anderen Welt. Mutti mit Kind, darüber hinaus würde ich aber auch sagen, dass es Cashmo auch merklich Spaß macht, sich hier zu äußern. Und er merkt natürlich auch, dass er den Großteil der Hip-Hop-Fans auf seiner Seite hat. Und mit neuem Content in dieser Richtung, wo er auch ein paar lustige Sprüche bringen kann, ist doch geil, seine Promophase damit zu füllen, ja. Ich glaube, es geht nicht nur Cashmo darum, sich hier zu rechtfertigen oder sich zu verteidigen für einfach ekelhafte Anschuldigungen, sondern auch darum, einfach ein bisschen Spaß zu haben, ja, die Leute hier ein bisschen zu foppen. Ne? Und du bist einfach, um das auch mal klarzustellen, du bist einfach nur eine Alte. Ne? Du bist so eine Alte, du warst nicht auf der Straße, du hast keine Drogen verkauft und hast auch nicht mit 10 schon Kiefer gebrochen gehabt. Ne? Du musstest dich nie im Leben irgendwo mal durchboxen und zeigen, Alter, dass du so ein gestandener Mann bist. Du weißt eh gar nicht, wovon du redest. Du hast gar keine Ahnung davon. Jule Wasabi musste nie zeigen, dass sie ein gestandener Mann ist. Da, glaube ich, ist hier Real Talk des Todes gerade, ja? So. Du willst hier irgendwas erzählen, aber du hast gar keine Ahnung davon. Du weißt ja gar nicht, was Straße ist. Ich sehe, wenn ich ja... Aber ich weiß natürlich, was er meint, ne? Jule Wasabi hat das nie mit eigenen Augen gesehen, was Cashmo hier schildert, weil Jule Wasabi wahrscheinlich in solchen Gegenden auch heute noch nie unterwegs war. Oben gucke, Alter, sehe ich doch, dass du ein verwöhntes Bonzenkind bist. Weißt du, was aus einer schönen Welt kommt? Ne? Hier schönen Job, Ding, dies, das, Fernsehen, Radio, Mario. Ihr habt doch gar keine Ahnung, Alter. Vor allen Dingen diese Alte nicht, Alter. Tut aber nicht so, Alter. Seit wann ist irgendeine Frau draußen und muss sich auf der Straße behaupten? So ein Schwachsinn. Was ihm da passiert ist, da war er die Minderheit in seiner Welt. Aber was ich ihm ankreide, ist, dass er durch diese Erfahrung auf was Größeres schließt. Nicht nur, mir ist das passiert, ich rappe darüber und ich erzähle euch mal, der Track wäre für mich vollkommen okay, wenn er darüber, ich finde, das ist ja wirklich ein Problem, das da ist, von dem ja auch Felix Lobrecht mal erzählt hat, dass er eher in der Minderheit war, dass er auf einer Schule war, wo eben der kleinste Anteil Deutsch war. Aber genau da muss diese Erzählung aufhören. Das darf nicht in das Überthema greifen, ja, mir ist Rassismus passiert. Das ist ein falscher Schluss, den er auch... Ich habe nicht von Rassismus geredet. Ich nie ziehen würde. Und ich glaube, dass er sich da verrannt hat in eine Richtung, die ich nicht nur problematisch, sondern inakzeptabel finde. Und wenn er sagt, ich bin kein Rassist und ich bin kein Nazi, dann finde ich es wichtig, dass er sich sowas sagen lässt und sein Wording und sein Auftreten in die Richtung verändert. Weil wenn er es wirklich nicht sein will, dann ist ihm hier ein Fehler unterlaufen. Er hat einen Schluss gezogen aus einer Erfahrung, die schlimm ist, die aber nicht der Schluss bedeutet, den er daraus gezogen hat. Jetzt haltet euch fest. An die Stelle kann ich mich noch erinnern. Haltet euch fest, was die Dame jetzt sagt. Haltet euch fest, was die jetzt sagt, was sie sich rausnimmt zu sagen. Und ich finde, man muss ihn deswegen jetzt nicht canceln und sagen, ja, der ist wahrscheinlich doch rechts, aber jetzt. Er muss sich das anhören und er muss sein Wording in der Hinsicht verändern, weil wenn er das nicht tut, dann ist er für mich ein Rassist und ein Nazi. Die Stelle haben wir ja gar nicht gesehen. Ich habe davor schon ausgemacht, weil mir das davor schon auf den Sack ging. Alter. Wow. Also erstmal, wie sie das anfängt, von wegen, ja, man muss ihn ja jetzt nicht canceln, wäre nicht schlecht, wenn wir es machen, aber es muss nicht zwingend sein, ja. Ey, was geht da ab bei euch, Alter? Wow, Alter. Also,
Lieber Cashmo, du hast jetzt von Jule Wasabi, Deutschraps Richterin 2020, hast du jetzt das Ultimatum bekommen, mein Freund, ja? Du hast jetzt das Ultimatum bekommen. Wenn, lieber Cashmo, du diesen Text nicht abänderst von Alman, von deinem rechten Hetzer-Song, dann bist du offiziell, ja? Bist du offiziell Rassist. Es ist so. Es ist so. Es fuckt. Es fuckt, meine Freunde, ja? Also immer wenn man denkt, hiphop.de sind schon die Schlimmsten, es geht immer schlimmer, meine Freunde, ja? Also das heißt, wenn ich den Song und meine Aussagen des Songs, was die Wahrheit war, nicht revidiere, bin ich ein Nazi. Das heißt, ich schreibe jetzt am besten den Song nochmal um, dann lüge ich euch in dem Song an, ja, damit ich bloß nicht zum Nazi gemacht werde von Frau Wasabi. Wasabi hat dann entschieden, wenn ich das so erzähle, wie es wirklich gewesen ist, dann bin ich ein Nazi, deswegen... sollte ich dann nochmal meine Einstellung darüber nochmal ändern? Oder ob ich mir sicher war, ob ich das wirklich so meine und so gesagt haben wollte? Ne? Krass. Ich will mal zuerst noch darauf eingehen, dass man ja nichts mehr sagen kann. Das Argument finde ich sehr schwierig, weil ich tagtäglich extrem rassistische, antisemitische, sexistische, homophobe und allgemein diskriminierende Aussagen höre. Wo denn? Wo denn? Ich hoffe, er bringt ein paar Beispiele. Denn außer anonym in irgendwelchen Facebook-Kommentaren sieht man von sowas eigentlich nichts. Was ich sage jetzt nicht, dass ich sowas sehen möchte, ja, aber in der Öffentlichkeit darf man als Person des öffentlichen Lebens, wie man ja am Beispiel von Cashmo sieht, nicht mal mehr sagen, dass man Deutschland gut findet. Dass man es gut findet, in Deutschland zu leben. Dass es irgendwelche Spastis gibt, irgendwelche Hohlbirnen, die unter dem Deckmantel der Anonymität auf Facebook in irgendwelchen Kommentaren richtig ekelhafte Hetze betreiben, das ist ja... Das kenne ich auch. Da bin ich mir auch bewusst drüber. Aber es klingt ja gerade so, als ob Falk Schacht aus der Tür rausgeht, er läuft durch die Straßen und alle grölen rechte Parolen noch und nöcher. Was ist das für eine verzerrte Realitätswahrnehmung, Alter? Lese überall. Und diese Leute werden... Ja, da musst du dich mal weniger auf Nazi-Seiten rumtreiben, dann liest du das vielleicht auch nicht. Ich liest sowas nicht, weil ich bin in solchen Kreisen nicht unterwegs. Geburnt hier, ohne Chain, Alter. Richtig geburnt, Alter. Gut gespielt, Cashmo. Ihr scheint ja irgendwie auf der Suche da zu sein, sowas zu finden, ne? Also, keine Ahnung, wo du dich da rumtreibst, du kleiner Schlingel, dass du immer wieder so eine Sachen da findest, ne? Werden nicht bestraft, ja? Im Gegenteil, Organisationen, die sowas machen, werden dafür sogar in Parlamente gewählt. Ja, also man kann offensichtlich solche Sachen sagen und bekommt sogar noch Zustimmung und Applaus dafür. Dementsprechend ist es verquer zu erzählen, dass man ja nicht mehr sagen kann, was man meint. Ich sehe das Problem an einer anderen Stelle. Und das Problem, warum solche Parteien wie die AfD immensen Zuspruch bekommen, ist, weil eine Mitte nicht mehr akzeptiert wird. Das ist das Problem. Wegen Leuten wie Schacht und Wasabi fühlen sich Leute... eher in so eine Richtung gedrängt, wenn sie mal etwas sagen, was vielleicht mittig, schrägstrich konservativ gemeint ist. Somit gibst du so einer Schmutzpartei wie der AfD noch mehr Feuer. Ja? Das hängt damit zusammen, dass Cashmo definitiv Diskriminierung erlebt hat. Ja? Das heißt, wenn du in dem Viertel lebst, wirst du so diskriminiert, wie er das beschreibt. Er beschreibt, er wird bei der Polizei verpfiffen, wenn die zusammen Dinger gedreht haben, weil er ist halt der Allmann. Es wird, er erzählt, dass ein Allmann sozusagen mit einer nicht weißen Deutschen keine Beziehung führen kann, weil die sehr oft unterbrochen wird, weil das nicht gewollt wird, weil er Allmann ist. Ja? Und dafür das Wort Rassismus zu wählen, ist deshalb schwierig, oder? Also, wenn ihr die ganze Zeit darüber diskutiert, weil es um das Wort Rassismus geht, dann ist der ganze Podcast, den ihr gemacht habt, komplett für den Arsch. Denn dieses Wort Rassismus kommt nicht im Song Allmann vor. Ist ja auch, wäre ja auch Schwachsinn, denn Deutsche sind keine Rasse, das ist eine Nationalität. Das funktioniert nicht, weil Rassismus, der Begriff ist das Wort, in der Definition bedeutet systematische Unterdrückung. Und was bedeutet das jetzt konkret? Ah ja. Ist ja fast so wild wie Martin Trompeters Definition von Courage. Weil die dank 400er, ja ganz genau, deswegen wächst so ein Dreck wie AfD hoch, weil die Mitte fehlt. Ja, definitiv. Diskriminierung plus Macht. Bedeutet das, dass wenn Cashmo das Viertel verlässt, dann ist er Deutscher. Ja. Er kriegt nicht den Alltagsrassismus ab, in der U-Bahn, im Supermarkt, in der Schule, wo auch immer.
Wie gesagt, von Rassismus hat keiner gesprochen. Aber auch wenn ich jetzt davon ausgehe, also wir reden jetzt so von Diskriminierung, das wovon ich ja rede, wenn ich aber meinen Blog verlasse zu der Zeit, in dem ich den Blog verlassen habe, dann bekomme ich halt Penner-Diskriminierung ab, weil ich habe kein Geld auf der Tasche. Ich weiß, ich kann 10 Kilometer jetzt zu Fuß gehen aus meiner ekelhaften Lage und dann laufe ich einfach in so ein Viertel rein, wo nur Häuser stehen, wo alles wunderbar und wunderschön ist. Wenn ich aber ein Loch in der Tasche habe von meiner Jeans und da ist kein einziger Cent drin, ne? Und vorne gucken mir die Zehen aus den Socken raus, ne? Dann werde ich in dieser Welt auch nicht akzeptiert. Dann ist das scheißegal, ob ich ein Deutscher bin oder nicht, weil da wird auch geguckt, ne? Wie sieht man aus, wie ist man gekleidet, woher kommt man, was für einen Abschluss hast du und so weiter und so weiter. Was hast du vorzuweisen, was hast du vorher schon irgendwie gerissen, ne? Also da erlebt dann sogar der Deutsche, ne, wenn er broke as fuck ist, auch Diskriminierung. Punkt aus Feierabend, ne? Und wie gesagt, von Rassismus hat keiner gesprochen. Aber auf jeden Fall bin ich dann nicht der Wahldeutsche, den die da gerne hätten. Er kriegt die Möglichkeit, zu Bewerbungsgesprächen eingeladen zu werden, weil sein Name deutsch ist und eben nicht deutsch gelesen wird. Er kriegt eine Wohnung zur Miete unproblematischer, weil er Deutscher ist. Das heißt, wenn die Schufa scheiße aussieht und ich habe Mietschulden vorher gehabt, dann kriege ich die Wohnung genauso schlecht. Ne? Also der Diskriminierung, die er beschreibt, sich entziehen, während, und das ist der entscheidende Unterschied, sich die nicht weißen Deutschen in dem Viertel dieser Diskriminierung nicht entziehen können. Die sind das fürs Leben. Und das ist etwas, was uns Rapper seit 40 Jahren erzählen. Nehmen wir mal als Beispiel N.W.A. Die haben eins ihrer Alben N-Word for Life genannt. Und das ist genau der Faktor. Sie können sich der Diskriminierung nicht entziehen, weil es auf ihrer Hautfarbe basiert, auf ihrem Äußeren. Hm. Dem sind sie immer ausgesetzt. Und das ist der Unterschied, weswegen wir dieses Wort... Das ist alles richtig. Das ist alles richtig, das ist schlüssig und das ist auch nachvollziehbar hier beschrieben von Falk. Aber es geht Cashmo doch gar nicht darum, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Er hat hier einfach aus seiner Subkultur, aus seinem Viertel, aus seiner geschlossenen Gesellschaft in diesem Viertel berichtet und nicht von ganz Deutschland. Verstehen die das denn nicht? Versteht das denn ein Falk Schacht nicht, der hier 20 Jahre plus Hip-Hop am Start ist? Rassismus brauchen, um das zu definieren... Wie gesagt, habe es nicht verwendet. Und das, was er erlebt hat, kann man als Diskriminierung bezeichnen. Dankeschön. Ne, dann habt ihr jetzt an dem Punkt hast du gerade mal kurz verstanden, wovon ich gehört habe anscheinend, ja. Und darüber kann man auch reden, und das ist für mich ein weiterer Punkt. Wenn er darüber reden möchte, dann... Ah, wir können darüber reden. Habe ich aber was verpasst? Also ich habe mir das Ding noch nicht mal bis zum Ende reingezogen. Du sagst hier, da können wir drüber reden, aber... Ich habe doch ein paar Mal jetzt Angebot gemacht, aber wir mal drüber reden wollen. Also anscheinend wollte... Mach mal eine Story, Cashmo. Tag die beiden mal auf Instagram und dann schauen wir mal. Ja. Die auch nicht mit mir reden. Es kommt mir so vor, als wenn ihr zwei nämlich denkt, dass ihr was Besseres seid. Und weil ich ja nur der Penner-Rapper bin, der aus der Hood kommt, werde ich doch von euch quasi diskriminiert. Ne? Weil ich bin ja eigentlich, ich bin wahrscheinlich nicht auf eurem Niveau. Ne? Ihr denkt, dass ihr über mir steht von eurem Niveau her. Also diskriminiert ihr mich doch aufgrund meiner Vergangenheit und meiner Attitüde und meiner Hood-Mentalität. Das könnte man doch da auch dann Diskriminierung nennen. Weil wenn jetzt irgendein... Guter Punkt an der Stelle. Mega-Promi, gestandener Mann aus eurer Welt mit euch ein Gespräch führen wollen würde, würdet ihr ihm doch die Möglichkeit zu einem Gespräch geben. Nur mir, der jetzt tausendmal euch schon aufgefordert hat, sich mit mir mal an einen Tisch zu setzen, in einem Podcast oder sonst wo, mir wird ein Gespräch verweigert. Ich hoffe, dein Video hat richtig schön viele Dislikes. Ja, hat's. Also wo ich raufgeschaut habe, war es schon so. Hat denn der Cashmo hier auch... Nee, hat er nicht. Also Cashmo, ja, von einem Reaction-YouTuber zum anderen Reaction-YouTuber, ja. Mal noch ein kurzer Tipp hier. Immer das Originalvideo nochmal in der Beschreibung verlinken, ja. Das wäre natürlich besser. Weigert. Ganz klarer Fall von Diskriminierung. Leider kommunikationstechnisch jetzt das Problem, dass alle, auch wir... Ja. Darüber sprechen, was daran falsch gekleidet, ja, ja. Dieses Thema ist falsch eingekleidet und darüber reden wir jetzt, anstatt über das Thema zu sprechen. Das heißt, wir haben hier ein Kommunikationsproblem, das sehe ich aber auf vielen Seiten. Da wird mit Begriffen sehr viel um sich geworfen und dann wird halt auch sofort sehr stark angegriffen und dass dann wiederum Leute auch an die Seite springen. Auch das haben wir gesehen. Es haben sich ja auch Rapper solidarisiert. Ja, die gesagt haben, ey, ich verstehe, was der sagt, jetzt hört auf dem rumzuhacken, der ist kein Rassist und so weiter und so fort. Und auch hier ist so ein bisschen die Frage, ob diejenigen, die ihm da an die Seite gesprungen sind... Das Problem ist ja auch, dass sowohl HipHop.de als auch Falk und Jule wahrscheinlich sagen würden, dass Rassismus gegen Weiße nicht existiert. Das ist aber Schwachsinn.
Also hier in Amerika gibt es auch Viertel, da kannst du als Weißer nicht hin. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Da kriegst du als Weißer, kriegst du da die Packung, Alter. Und dass das entstanden ist durch Rassismus gegen Schwarze, ist ja erstmal Nebensache. Wenn man sagt, Rassismus kommt von den Weißen, kann ich da mitgehen. Aber dass Rassismus gegen Weiße nicht existiert, ist Schwachsinn. Dass Rassismus gegen Weiße eine Antwort auf Rassismus ist, ist dann die andere Sache. Aber trotzdem, im Jahre 2020 gibt es auch auf dieser Welt Rassismus gegen Weiße in bestimmten Gebieten. Da wird halt auf Rassismus mit Rassismus reagiert. Auf Hass wird mit Hass reagiert. Sich darüber bewusst sind, dass eben sie ihrer Hautfarbe auch nicht entfliehen können. Und das ist der... Trompeter, danke für den Dollar. Ja, das ist halt, gebe ich dir vollkommen recht, ja. Das ist eine... Die beiden reden hier sehr von oben herab auf Cashmo herunter und auf seinen Song, auf den sich ein rechter Mob wie die Schmeißfliegen gestürzt hat, was natürlich auch nochmal ein fieser Diss von hiphop.de war, denn worauf stürzen sich Schmeißfliegen? Auf Scheiße, ja? Also ist Allmann Scheiße, der Song. Und es wird halt nicht akzeptiert, dass andere Leute vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben und davon halt auch und da halt auch das Recht haben, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Das ist Meinungsfaschismus, was hier betrieben wird. Es halt schon ein Unterschied ist, weil... Die sind an meine Seite gesprungen, weil die auch alle aus dem echten Leben kommen, weil die wissen, dass was ich da erzählt habe, die Realität ist. Und da wir ja hier nur von Diskriminierung sprechen und nicht von Rassismus, ist das Ding ja eh schon sonnenklar, ne? Ich habe auch verstanden, was Cashmo sagen möchte. Ja, total. Ja, total, ja. Jule hat sich da zu 100% mit identifiziert. Das war 1:1 ihre Jugend, die da geschildert wurde. Ja, das hat wahrscheinlich sogar eventuell jeder irgendwie verstanden. Ah, das kann ich bestätigen. Es hat jeder verstanden, nur ihr zwei Spackos nicht. Das ist eigentlich auch nicht das Problem. Das empfindet er aber, habe ich das Gefühl. Nö, empfinde ich nicht. Da kommen einfach so zwei Klugscheißer wie ihr um die Ecke und wollten mir erzählen, ob das so gewesen ist in meinem Leben oder nicht. Ne? Wenn eine Frau Wasabi, wie am Anfang des Podcasts, auf einmal sagt, so, wenn ich davon berichte, wäre das inakzeptabel. Und wenn ich nicht meine Story quasi verändern würde und mich da korrigiere, ich dann für sie ein Nazi und Rassist wäre. Fühl so, dass er sich dafür angegriffen fühlt, dass man nicht versteht, was er sagen will. Doch schon, es ist nur leider falsch verpackt. So. Ja, wie hätte es denn sonst verpacken sollen? Also, ich weiß nicht, also ich habe da ganz klare Aussagen gemacht. Ne, dich erstmal drei Strophen lang für deine Herkunft entschuldigen. So hättest du es verpacken sollen. Und dann ist der Song zu Ende. Ja, vor allem in dem Moment, wo... wenn ich die Stimme von der schon höre, ne? Boah. Also wenn ich eine Erregung hätte, einen Steifen hätte und die Stimmlage von ihr setzt ein... Da zieht sich mein Intimbereich sogar in den Bauch zurück. Ne? So, also das bewirkt die Stimme bei mir. Aus dem rechten Lager Applaus kommt. Also wenn man sich die Kommentarspalten ansieht, dann ist es eben nicht nur so, dass man sagt, ja okay, falsche Wortwahl gewählt. Okay. Das geht mir nur bei einer anderen Stimme noch so, und zwar beim Memo von Rapcheck. Okay, woran macht ihr aus, dass meine Kommentarspalten voller Nazis wären? Kennt ihr jeden... Na, an den Muskel-Emojis und Deutschlandflaggen, selbstverständlich, ja? Jeden, der da drunter kommentiert hat, kennt ihr die alle? Woher kennt ihr die Channels? Woher wisst ihr, dass das Nazis sind und aus dem rechten Lager? Weil die eine Deutschlandflagge zeigen? Weil die eine Deutschlandflagge posten? So, woher wisst ihr, dass das rechte Lager ist? Kann mal passieren, sondern es gibt ja auch Leute, die wirklich eine andere Gesinnung haben, von der er sich abgrenzt, die ihm trotzdem Applaus geben. Man weiß natürlich klar, das sind irgendwie Verhaltensmuster, die immer wieder gerade aus den Lagern gesehen werden, dass die versuchen, Kunst oder Worte oder Sätze zu instrumentalisieren und zu sagen, ja, ja, der ist einer von uns. Aber schon der leiseste Verdacht in diese Richtung muss doch dazu führen, dass man nochmal überdenkt, was man gemacht hat. Und Dafür steht das Klebeband. Dafür steht das Klebeband. Kann das irgendwie in eine Richtung falsch verstanden werden? Und ich glaube nicht, dass... Also ich glaube, das ist wichtig, da nochmal zu sagen, wirklich, dass dir und mir eh, aber auch draußen, viele Menschen haben total verstanden, was los ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er da ein Problem angesprochen hat. Er hat einmal so eine Zeile, endlich ein stabiler Deutscher, der die Wahrheit ausspricht. Ja, wunderbar, wie ihr kleinen Spackos immer nur auf diesen hiphop.de-Artikel, ne? Das ist das nämlich. Und deswegen fick ich auf jeden Fall hiphop.de, weil hiphop.de hat...
Ich habe es ja schon gesagt vor ein paar Tagen, wo wir uns das Unboxing-Video angeschaut haben, wo dann zwei, drei Sprüche noch gegen Toxic am Ende noch am Start waren, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass hier vielleicht noch nach dem Album nochmal einen Non-Album-Track kommt. Hat einfach damals einen Artikel verfasst, jeder hat den Song gefeiert, die hat's abgefuckt und komischerweise, ne, hast du, Wasabi, nicht einmal die Kommentare gelesen, weil du bedienst dich einfach an diesem scheiß Kommentar, was Hiphop.de nämlich geschrieben hat. Das heißt, du hast dir deine Meinung über meinen Song einfach aufgrund eines Hiphop.de-Artikels gemacht. Genau, und da bin ich halt auch der Meinung, dass Cashmo hier definitiv recht hat, dass das Hetze ist. Und genau das gleiche machen Schacht und Wasabi jetzt weiter. Denn man redet hier natürlich auch zu einer Zuhörerschaft, die vielleicht zu großen Teilen den Song auch noch nie gehört hat. Gerade das erste Mal von Cashmo überhaupt hört. Ihn vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, der erste Eindruck ist hier Cashmo, der rechtsextreme Rapper. Und das ist Hetze, weil es einfach faktisch nicht richtig ist. Ja. Beide sogar. Ne? Ihr habt euch da, weil, warum nehmt ihr dasselbe Kommentar? Wir haben 8000 oder 9000 Kommentare. Wieso ist es auf, wieso ist es haargenau dasselbe Kommentar? Und jetzt kommt's. Was ist rechts da dran? Oder nazimäßig da dran, wenn einer schreibt, endlich ein stabiler Deutscher, der die Wahrheit ausspricht. Das ist null rechts oder Rassist. So, im Viertel oder sonst wo gibt es auch immer so... Vor allen Dingen, wenn Jule und Falk unter einem Mero-Video gesehen hätten, dass jemand türkische Flaggen postet und sagt, endlich mal ein stabiler Türke, der die Wahrheit ausspricht, hätten Falk und Jule gar nichts dagegen gesagt. Ja. Es ist, in jedem Land ist es anscheinend korrekt, so einen Kommentar zu verfassen, außer in Deutschland nicht, meine Freunde, ja. Deutschland muss sich die nächsten 1000 Jahre auch noch dafür schämen, was andere Leute vor vielen Jahren mal Schreckliches gemacht haben. Stramme Deutsche, wo zum Beispiel auch so die Ausländer oder sonst wer sagen, so, boah, der ist ein strammer Deutscher, oh, der hat richtig was drauf. So, ist das dann auch rassistisch? Das ist einfach nur einer, endlich stabiler Deutscher, der die Wahrheit ausspricht. Einer, der stabil ist, der sagt so, ich sag meine Meinung. So, und die Wahrheit, was im Block abgeht oder was hier und da halt abgeht. So, was hat das mit Rechts und mit Nazi zu tun, Alter? Hey, allein dieser Satz, da ist eine Wahrheit drin. Und es wäre super wichtig, dass er das sagt, was er da erlebt hat. Aber in dem Moment, wo er sagt, ein stabiler Deutscher, der die Wahrheit ausspricht, damit zieht er das so groß, dass ich mir denke, naja, es ist... Ja, soll er schreiben, ein kleiner Gnom-Deutscher? So, weil ihr wollt nämlich, ihr wollt nämlich gerne, dass ein Deutscher immer so ganz klein ist. Ne? Das ist der Grund, warum ich mich 20 Mal schlagen musste, während andere sich nur dreimal prügeln mussten. Genau wegen so Leuten wie euch. Genau wegen so Leuten wie euch. Weil man euch immer eine Ohrfeige gegeben hat, damals in der Schule oder auf der Straße, dann habt ihr direkt euer Butterbrot abgegeben. Und deswegen dachte man dann, als ich dann auch dieselbe Straße entlang komme, dass ich auch so ein Spasti bin. Ne? Dann wollte man mir auch das Butterbrot abziehen und dann sah die Welt aber ganz anders auf einmal aus. Ne? Genau wegen so Leuten wie euch. So, Alter. Deine Realität, die jetzt mal unabhängig von deiner Herkunft, so ist es deine Realität, die aber in dem Moment natürlich einen faden Beigeschmack bekommt, wo du von einem stabilen Deutschen sprichst, der die Wahrheit ausspricht, weil... Mich würde mal interessieren, wie Jule Wasabi Flair findet, so als Artist. Wahrscheinlich ganz schrecklich, ne? Die Wahrheit impliziert für mich, dass das jetzt die Tatsache ist, so ist die Realität und ich glaube, ja, so ist die Realität, dass es mehr Menschen gibt, die das so wie er erlebt haben. Ich glaube aber trotzdem, dass die Realität in Deutschland immer noch eine andere ist. Ja, in ganz Deutschland ist die Realität eine andere. Wir reden aber ja hier von einer eigenen Welt in dieser Welt und das ist der Block und das ist der Freistundhof oder manch andere Bezirke. Ich sehe noch zwei Aspekte. Nummer eins, ich würde vorschlagen, vielleicht macht es fast noch schlimmer, ich weiß es nicht, aber es gibt ja auch andere Begriffe, die ich in Diskussionen relativ selten höre, die man vielleicht einführen sollte, größer, breiter, um dafür eine Spielfläche zu liefern. Es gibt zum Beispiel den Begriff des Sozialrassismus. Das heißt, eigentlich alle, die in einem sozial schwachen Brennpunkt leben, sind Betroffene von Sozialrassismus. Sozialrassismus kann man auch Klassismus nennen. Ja? Es ist eine Klassendiskriminierung, die da stattfindet. Nach der Devise, ah, guck mal, der Asi oder der Hartz-IV-Empfänger oder die wollen eh nicht arbeiten oder die sind eh alle faul oder ja, diese ganze Schiene. Das ist Sozialrassismus. Hm. Und von dem ist er ja definitiv auch betroffen. Ah so, welchen Eindruck auf dich gemacht habe, als wäre ich ein Harzer, ne? Ey. Es wird ja immer schlimmer hier, Leute, ne? Unfassbar.
bin ich davon definitiv betroffen, ne? Vom Sozialrassismus, ne? Ja, alles klar. Wow. Vielleicht würde das helfen, das ein bisschen zu verdeutlichen, dass es da Unterschiede gibt. Das ist so eine Sache, die ich vorschlagen würde. Und die zweite Sache ist, dass man wirklich damit versuchen muss, anders umzugehen, erklärender, verständnisvoller, anstatt im Hot Take komplett durchzudrehen. Weil was passiert? Ja. Er zieht sich zurück, er verteidigt sich, es verhärten sich einfach nur die Fronten und mein eigentlich größtes... Es verhärten sich die Fronten. Nein, ist doch völliger Schwachsinn. Mit diesem Song hat Cashmo mehr Einigkeit geschaffen als Schacht und Wasabi in 195 Folgen Podcast, meine Freunde. Denn, wie wir es gerade schon gesagt haben, Akteure der Rap-Szene unterschiedlichster Nationen und unterschiedlichsten Backgrounds haben mit Cashmo sich hier solidarisch gestellt und haben gesagt, ja Mann, Alter, hast recht, Alter, das passiert auf jeden Fall auch. Schön, dass du auch mal diese Seite ansprichst. Lasst uns einfach alle zusammen sein. Wir sind alle Mensch. Wir müssen aufhören, unsere eigene Nation über die Nation von anderen zu stellen. So war der allgemeine Tenor. So war der allgemeine Konsens. Und genau das war die Intention auch von Cashmo dahinter. Meine Fresse. Größtes Problem besteht darin, dass ja Rechte und Neonazis die hätten ja Interesse an Cashmo. Die würden ihn ja mit offenen Armen empfangen. Er sagt ja, er will nicht, aber die würden ihn mit offenen Armen empfangen. Und wenn man nicht an dieser Stelle in den erklärenden Dialog kommt und ihm das, also wenn man ihm das jetzt nicht abnimmt, wenn er das nicht ernst meinen würde, dass er nicht rassistisch sein will, ja, dass er kein Nazi sein will, ja, dann würde man ihn automatisch in die Arme der Rechten treiben. Und das wäre meiner Meinung nach schlechter, als zu versuchen, da einen ruhigen Dialog zu finden und die Sachen auszuräumen und zu verdeutlichen, was daran schwierig ist. Ist das, was ihr macht, hier gerade einen Dialog führen? Auf keinen Fall. Es ist doch null eine... Das ist doch null hier eine Aufforderung, mit Cashmo oder seinen Followern oder seiner Community hier in den Dialog zu gehen. Und wie Cashmo gerade schon gesagt hat, er hat die beiden ja angeschrieben, dass er sich gerne mal mit den beiden in den Podcast hinsetzen würde und das ausdiskutieren würde. Aber der Superstar Falk Schacht ist anscheinend so busy, dass er seine DMs hier gar nicht mehr lesen kann, ja? Von so einem No-Name wie Cashmo. So, das war das Gespräch. Als hier zu den Schlusssätzen. Was machst du eigentlich damit? Also ihr und hiphop.de und alle Male, ihr habt alle so oft von Nazi oder sonst irgendwas gesprochen, geschrieben und so, dass ihr Spackos doch eigentlich erst die Nazis auf meinen Song drauf aufmerksam gemacht habt. Ne? Statt die fernzuhalten. Stimmt eigentlich, ja. Stimmt, das ist auch nochmal ein guter Punkt, den ich gar nicht bedacht habe, Alter. Habt ihr die doch drauf aufmerksam gemacht? Ne? Die haben so oft ihren Namen gehört, dass die gesagt haben, hier, wo sind wir? Ja, 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 wirklich, ne? Oh, den Cashmo, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Den check ich mal ab, Alter. Das muss ja richtig ballern. Was ist denn da los? Das muss ich mal angucken. Ihr habt die doch alle drauf aufmerksam gemacht werden. Wenn da irgendwelche gekommen sind, die das feiern, die es aber, sobald sie den zweiten Part hören, eh nicht mehr feiern, weil da sage ich ja, wir stecken ja alle in einem selben Boot, warum haben wir Streit wegen Hautfarbe, dann werden die schon wieder abgedampft. Aber die sind erstmal nur gekommen, weil ihr die ja quasi schon gerufen habt mit eurer Scheiße. So. Und dann als nächstes, da kommst du mir hier am Ende mit, man muss einen ruhigen Dialog oder sonst was suchen, um die Dinge aus dem Weg zu räumen. Wer ist denn so wie Fotzen hinter einem Bildschirm oder hinter einem Mikrofon oder hinter einer Tastatur am Verstecken und kommt aus seinem Rattenloch nicht mehr raus? Das seid ihr beiden doch gewesen. Seit einer Woche frage ich danach, ob man mal in einen Dialog geht, weil ihr einfach irgendwelche krass Sachen in den Raum geworfen haben, die nicht korrekt sind. Und die von sich nichts hören lassen haben und sich schön verkrochen haben, nachdem sie irgend so eine Scheiße hier verzapft haben, die davon reden, dass ich von Rassismus rappe, obwohl dieses Wort gar nicht drin vorkommt, die davon reden, dass ich rappe, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert werden würde, obwohl ich rappe, wenn du hier meine Haut steckst, was eine ganz andere Bedeutung hat, was man in ganz vielen Dingen behauptet. Ihr seid doch die, die davon reden, dass wenn ich den Song und meine Aussagen da drin nicht revidieren würde, ich für euch dann ein Nazi und Rassist wäre. Was nimmt ihr euch da raus, da sowas überhaupt zu sagen? So, ne? Also, ihr seid doch hier die falschen Schlangen. Und ihr seid die, die die Rechten anziehen. Ganz einfach. Weil ihr die ganze Zeit quasi die Leute darauf aufmerksam macht, hey, hier ist was, das könnte vielleicht für euch interessant sein. Also seid ihr einfach das Problem. So.
Und ihr seid auf jeden Fall alles Ratten für mich. So, ich nehme euch gar nicht ernst. Ich werde, wie ich am Anfang meiner Promophase von 1998 gesagt habe, ich werde alles dran geben. Mir geht's sehr, sehr gut. Macht euch da mal keine Sorgen. Der Bruder ist finanziell sehr gut aufgestellt. Das heißt, ich brauche nicht diese Klicks und diese ganzen Streams und diese ganze Scheiße. Das brauche ich nicht. Euer Problem ist nämlich eh, ne? Ich war ein Typ, ich kam mit Nischen-Rap um die Ecke. Das würde niemals ein Universal oder irgendein großes Major jetzt einfach mal so pushen. Da wusste man ja immer, ah, der kommt ja eh nicht hoch. Der kriegt ja keine dicken Vorschüsse. Was hat der Bruder gemacht? Der Bruder hat sein privates Geld genommen und einfach mal genauso viel Geld in dieses Album reingepusht, wie ein Major es machen würde. Aber fucking Eier, Alter, ne? Haben wir ja schon das letzte Mal gesagt, er hat 100.000 Euro von seinem eigenen Geld in 1998 reingesteckt, Alter. In die Promophase, in Videos, in alles Mögliche, ja. Nice, Mann. Da merkst du, Cashmo ist Rapper mit Herz, deswegen, wenn ihr sowas, wenn ihr so eine Attitude unterstützen wollt, bestellt euch auf jeden Fall die Box vor, Alter. Das Ding muss hier, das Ding muss Top 10 gehen, Leute, ja. Sind wir mal ganz ehrlich. Meiner eigenen Hosentasche und ohne Kredite. Da ist der Brudi auf einmal ganz groß geworden. Und soll ich euch was sagen? Ich verdiene sogar so gut Geld, dass ich demnächst, ne, ich werde jetzt alles darauf geben, ne, so Welle zu machen, um noch so erfolgreich zu werden, nur um jeden einzelnen von euch eure Karrieren zu ficken. Ne? Also, Falk Schacht, Frau Wasabi, Toxic, mit hiphop.de, der, wo bisher immer noch keine Entschuldigung gekommen ist, so wie sie angebracht wäre. Ne? Nur irgendwelche scheinheiligen Erklärungen da. Ne? Also wie gesagt, ihr seid... Scheinheilige Erklärung, also er hat auf jeden Fall das Toxic Statement auf Instagram gesehen, gut zu wissen. Auf jeden Fall, ne? Ich habe euch im Visier, ihr seid auf jeden Fall fällig. Ne? Weil ich lasse mir auf jeden Fall nicht von irgendwelchen Spastis hier irgendwas einreden, was ich angeblich wäre, was ich gar nicht bin. Wie gesagt, die ganze Community steht hinter mir, jeder weiß Bescheid, was Phase ist. Ne? Also denkt dran, ne? Bestellt euch die Box 1998, kommt am 20.11.20. Haut rein. In 2 Wochen, ne? Ja. Nächsten Freitag. Nicht der kommende, sondern der nächste. Crazy, Alter. Starke Reaction, ja? Die erste Reaction auf jeden Fall ist dem Cashmo sehr, sehr gut gelungen an der Stelle. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.